Vielen Dank, liebe Frau Professor Dr. Schwarzer, für diesen sehr, sehr eindrücklichen und sehr breiten Debattenaufschlag. Eine sehr gute Grundlage, um anhand dessen bisschen auch dem guten Beispiel zu folgen, dass man vielleicht die Bedarfsorientiertheit in der Debatte nochmal halt hervorhebt, dass wir vielleicht erst über die Debatte, über die Bedarfe sprechen, bevor wir über die roten Linien sprechen, die wir oft in der bisherigen Debatte ziehen. Botschafter de Lattre, Frau Schwarzer, haben bereits einige politische Prioritäten angesprochen, einige große Herausforderungen. Die Frage von alten, sage ich mal, Bedarfen und alten Verpflichtungen, genauso wie neuen Investitionsbedarfen, auch im Zuge der Polykrise. Lieber Herr Reiter, lieber Herr Dr. Redeker, würden Sie etwas ergänzen oder was ist Ihnen da besonders wichtig aus diesen beiden Impulsen? Ja, ich würde vielleicht einen Punkt nochmal hervorheben, der, glaube ich, das Ganze auf den Kern trifft. Ich glaube, es besteht vor allem dort Investitionsbedarf, wo es eben um Infrastruktur, um Rahmenbedingungen geht, die dann eben auch eine gute Grundlage setzen für privatwirtschaftliches Handeln am Ende des Tages. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel, es wurde auch eben schon angesprochen. Ich glaube, der Energiebinnenmarkt in Europa ist noch chronisch unausgebaut. Hier gibt es auf jeden Fall ganz großes Potenzial. Auch Potenzial auf Seiten Frankreichs, wenn wir zum Beispiel an die Midcat-Pipeline über die Pyrenäen denken, also durchaus auch Projekte, wo ein deutsch-französischer Motor auch für ganz Osteuropa noch einiges bieten kann. Das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, gemeinsam natürlich sonst mit Blick auf die Polykrise, in der wir stecken, mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, natürlich das ganze Thema Rüstung und vor allem natürlich Direktleistung auch an die Ukraine selbst, damit wir als liberale Demokratie, als Block der liberalen Demokratien natürlich dann auch diese Krise durchstehen und die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Ich glaube, ich würde vor allem nochmal betonen, dass ich finde es durchaus positiv, dass wir uns in diesen Formen von Diskussionen inzwischen sehr schnell auf die Hauptprioritäten einigen können. Also die Bedarfe sind da und sie liegen alle auf dem Tisch. Das ist quasi Infrastruktur, insgesamt im Bereich Transport und Energie. Es ist Industriepolitik, es ist Transformation der Industrie und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und es ist Verteidigung. So, ich glaube, die drei großen Punkte sind inzwischen alle einig. Das heißt, wir sind zum Teil auch ein ganzes Stück weiter, als wir das sehr, sehr lange waren, wo quasi immer erst Zahlen hervorgehoben wurden, was man jetzt braucht und dann so ein bisschen nachgeliefert wurde erst, wofür die Inhalte eigentlich dafür stehen sollen. Insofern würde ich sagen, ich habe gar nicht inhaltlich so viel zu ergänzen, nur nochmal den Hinweis, wir sind schon ein Stück weit gekommen. Ich glaube, es geht dann auch zu verstabieren, was davon muss auf europäischer Ebene passieren, was muss national passieren. Die Modelle dafür, wie viele Milliarden oder hunderte Milliarden das jetzt sind natürlich auch alle mehr oder weniger über den Daumen gepeilt. Wir haben diese Transformation einfach noch nie gemacht. Das heißt, wir wissen auch nicht ganz genau, wie viel es am Ende kosten wird. Aber wir sind, glaube ich, in einem Modus jetzt, wo wir anfangen können, wirklich um Details über uns, über Projekte zu unterhalten. Welche Industriepolitik wollen wir machen? Welche Sektoren wollen wir reingehen? Welche Energieinfrastruktur müssen wir ausbauen? Wo sind die Transportwege, die wir herstellen müssen? Das ist alles, glaube ich, ein sehr, sehr positives Signal für die Verhandlungen, die jetzt ab nächstem Jahr losgehen, wenn es um den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen geht auf europäischer Ebene. Wenn ich einmal einhaken darf, ich sehe die politische Bereitschaft oder die politische Anerkennung für die Gemeinsamkeit dieser Ziele ehrlicherweise noch nicht an allen Stellen. Also es ist immer sehr einfach, sich dann zu einigen, wenn man natürlich in dem Falle, wir kommen ja gleich auf das Thema zu sprechen, Schulden oder fiskalische Ausweitung fordert, dann ist das sehr einfach immer zu sagen, ich nehme noch was dazu, wer stimmt mir dazu. Aber ich glaube, wenn wir uns zwei konkrete Projekte der Regulierung angucken, jetzt in der kurzen Vergangenheit, einmal den AI Act und eben auch vielleicht das Payment for Order Flow Verbot, sehen wir zwei Projekte, wo es auch durchaus um Industriepolitik mittelbar geht, gerade beim AI Act, wo an vielen Stellen eben auch in der Legislative, gerade im Europäischen Parlament, eben nicht an jeder Stelle Mut und Vertrauen sozusagen in die privatwirtschaftlichen Akteure bewiesen wurde. Da war sehr viel Verharrungskraft an vielen Stellen. Wer zwischendurch mal die Entwürfe gesehen hat, dem wurde es da wirklich grau vor Augen bei der Regulierungsflut, die da an Stellen stattfand. Also deswegen in solchen Runden mag das sein, aber ich sehe es sozusagen in der gesamtpolitischen Lage Europas leider noch nicht dermaßen eindeutig, dass dort eine Einigung an allen Stellen besteht. Nicht zuletzt eben auch auf der Seite der Legislativen. Dann versuchen wir mal direkt reinzustarten in diese Auseinandersetzung über die Bedarfe. Stichwort Industriepolitik.
Das hatte schon Botschafter de Latre anklingen lassen. Wir hatten auch schon Aspekte von Frau Schwarzer gehört, was bisher die Industriepolitik ausgemacht hat. Vielleicht da an Frau Schwarzer, an Herrn Redeker die Frage, es hilft da nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich die Frage zu stellen, warum ist die EU gerade so strukturell ausgelegt, dass sie eben dieses hohe Ambitionslevel nicht erreichen kann? Welche historischen oder welche, sag ich mal, was ist die Genese dahinter? Um halt eben nach vorne zu schauen, okay, was ist denn letzten Endes, was sollte denn die Industriepolitik auf europäischer Ebene denn schaffen? Vielleicht da nochmal an Sie, Frau Schwarzer, die Frage. War die EU überhaupt darauf ausgelegt, solche großen strukturellen Herausforderungen jemals so anzugehen, wie sie es gerade muss? Nein, das ist tatsächlich, wie Nils Redeker das ja auch gerade gesagt hat, was Neues. So einen fundamentalen Umbruch haben wir seit Beginn der Integration in der Form noch nicht erlebt. Ich will aber erst noch einen Satz sagen zu der Einschätzung, wie weit sind wir politisch. Ich glaube, es ist richtig, die drei Prioritäten sind unbestreitbar, aber in jeder einzelnen Priorität eröffnen sich dann Verteilungskämpfe. Also erstmal Fragen nach bester Wirksamkeit, was ist dann sinnvolle Ausgabenpolitik? Und dann aber auch, wenn man sich da vielleicht dann noch drauf einigt, dann kommt der Streit darum, wer kriegt was. Und deshalb habe ich vorhin auch die Kohäsionspolitik so betont, weil man kann ja einen industriepolitischen Ansatz sich vorstellen, wo man sagt, man stärkt die Stärken, nutzt die Räume, wo bereits, wie sagt man auf Deutsch, ein Deep Fabric an innovationsfähigen Akteuren, kleinen Unternehmen, Start-ups, Finanzierer und alles schon da ist. Also sozusagen in Deutschland wäre es wahrscheinlich München und ein paar andere Standorte, Berlin wächst, Bielefeld vielleicht ein bisschen. Also da tut sich ja in gewissen Ballungsgebieten was. Aber wir müssen ganz andere Fragen mitbeantworten, nämlich was machen wir mit den Räumen, die hinten dranhängen, also die nicht dabei sind. So, und dann die Frage, die Sie gestellt haben, ist die EU darauf ausgerichtet? Im Grunde müssen wir nicht nur die Frage nach dem Budget stellen und nach den Finanzierungsinstrumenten, sondern wir müssen ran an die Frage, welche Philosophie unterliegt denn unserem Wirtschaftsmodell der Zukunft? Die Wettbewerbsordnung der Europäischen Union ist, oder die Wirtschaftsordnung der Europäischen Union basiert auf einer EU-weiten Wettbewerbspolitik, die im Grunde sagt, Wettbewerb muss im Binnenmarkt stattfinden, das ist der relevante Markt. Uns geht es nicht um europäische Champions, uns geht es um mehrere im europäischen Markt, die miteinander im Wettbewerb stehen. Und bislang war die Philosophie, dass wenn mindestens zwei im europäischen Markt gegeneinander stehen und der Wettbewerb zwischen ihnen sie zu neuer Kraft jeweils treibt, dann stehen wir auch auf den Weltmärkten gut da. Dieses Bild hat sich seit einiger Zeit eben verschoben, dadurch, dass wir sehen, dass wir keinen fairen Wettbewerb weltweit haben. Dass wir extreme Staatssubventionen beispielsweise in China haben und dass die Amerikaner jetzt mit IRA und auch mit ihrem Chips Act, der ja viel größer ist als unserer, industriepolitische Bedingungen schaffen, wo durch Finanzierungsinstrumente der Wettbewerb verzerrt ist. Also da sind wir bei der Frage, wie gehen wir mit der Frage des relevanten Marktes um und wie gehen wir mit unserer Subventionspolitik um. Denn auch da haben wir ja ein Regelwerk, was nationale und auch regionale Subventionen sehr stark beschränkt und einer sehr intensiven Kontrolle unterwirft. Natürlich ist die ordnungspolitische Rhetorik nicht unbedingt die Realität. Auch in Europa wird sehr viel subventioniert, aber nicht in dem Stil, wie das in anderen großen Märkten passiert. Und diese Diskussion müssen wir zunächst mal für uns in Europa ausfechten, weil dahinter die Frage steht, und die ist, glaube ich, von beiden Seiten in der Debatte, wenn man sich die Pole anguckt, wird ernsthaft und aufrichtig geführt. Da stehen unterschiedliche Denkmodelle dahinter, was die besten Voraussetzungen für unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit sind. Und da ist die Antwort eben nicht einfach nur die Subvention. Und das ist eine Diskussion, die wir in Europa noch nicht ausreichend geführt haben. Ja, also ich glaube, das wäre meine Antwort auf Ihre Frage. Wir sind noch nicht in der Lage, heute die richtigen Antworten für uns kollektiv zu geben. Das wird innerhalb von den Mitgliedstaaten und innerhalb der EU ein sehr intensiver
Austausch werden müssen. Wir wissen aber, dass sich unsere Wettbewerbsbedingungen in den globalen Märkten massiv verschoben haben durch die Aktion anderer. Und da können wir nicht mehr länger zuschauen. Vielleicht einen Punkt nur zu ergänzen. Ich glaube, also die Frage, inwiefern wir immer noch ein regulatorisches Problem haben, ist völlig fair. Und ich würde aber davor warnen, das immer wieder auszuspielen gegen die Frage quasi, was müsste auf der Finanzierungsseite passieren. Ich glaube, am Ende wird es ein Paket sein. Ich glaube, der Wahlkampf hat auch gezeigt, dass es einen ernsthaften Bedarf an Bürokratieabbau gibt. Und in all diesen Runden gibt es... Genau. Insofern, glaube ich, ist das auch eine der Prioritäten, an die wir jetzt ran müssen. Und das ist eine der Sachen, wie wir private Investitionen auch ein Stück weit stärken können. So. Das allein wird es aber nicht sein. Also wir können nicht diese Transformationsaufgaben uns anschauen, die Milliarden, vor denen wir stehen, und dann sagen, unsere Antwort darauf ist weniger Berichtspflichten. Sondern wir brauchen dann ein Stück weit trotzdem halt beide Beine, auf denen wir stehen. Das eine ist quasi eine Modernisierung, uns wirklich zu überlegen, wo müssen wir regulatorisch auch nochmal ran, und das andere ist dann halt die Finanzierungsfrage sowohl privat als auch öffentlich lösen. Vielleicht ja, nur um da direkt einzuhaken. Aber natürlich, es ist immer so vollkommener Konsens, dass sich öffentliche und private Investitionen ergänzen. Trotzdem, wenn man sich die Größenordnung anschaut, die Bedarfsgrößen allein in Deutschland, allein für die ökologische Transformation liegen ja bei mehreren hundert Milliarden pro Jahr, also bei einem halben Bundeshaushalt, das wird ja öffentlich so oder so nicht leistbar sein. Und deswegen sozusagen reden wir ja durchaus bei dem fiskalischen Bedarf bei öffentlichen Investitionen von einer deutlich geringeren Größenordnung als quasi bei den privaten. Und deswegen kann man da schon mal, weil das ja immer wie so ein Monstrum vor sich hergeschoben wird, dieser Transformationsbedarf, das wird eben nicht öffentlich gedeckt werden können, ist auch gar nicht notwendig, sondern da sind eben deutlich andere Beträge notwendig und natürlich auch, wie Sie selber gesagt haben, dass das ganze Thema Bürokratieabbau, aber eben auch Regulierung. Ne? Also wir reden ja nicht nur über Berichtspflichten bei sowas wie einem AI Act, sondern eben auch um grundsätzlich philosophisch und strategische Fragen, wie man eben mit neuer Technologie und Innovation umgehen will, und auch da muss man natürlich strategische Entscheidungen treffen. Völlig einverstanden. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modelle, wie der Anteil sich aufgibt. 2/3 privat, 1/3 öffentlich, 3/4 privat, 1/4 öffentlich. Es ist klar, es braucht beides. Und in beides ist im hunderte Milliardenbereich so über die nächsten 10 Jahre. Insofern, also ich glaube, wir können auch gleich nochmal ein bisschen stärker auf die private Seite eingehen, was das für Kapitalmarktunion und so weiter bedeutet. Ich möchte noch einen Punkt machen zur Industriepolitik, weil ich glaube, was Daniela Schwarz gesagt hat, ist total richtig. Und es bringt auch aber auch jetzt sehr konkret 2 Fragen für die nächste Kommission auf die Agenda. Das eine ist die Finanzierungsfrage, also weil wir einfach im Binnenmarkt keine nationale Industriepolitik machen können, ohne dass wir uns wirklich den Wettbewerb und die ökonomische Kohäsion zerschießen. So, das ist de facto gerade die Realität, die wir betreiben. In einer sehr, würde ich sagen, kurzfristigen Antwort auf den Inflation Reduction Act haben wir jetzt gesagt, wir lassen erstmal die Nationalstaaten machen, immer mit der Ankündigung, aber dann kommt europäisch noch was, weil sonst haben wir ein Binnenmarktproblem. Die wichtige Sache ist, dass jetzt europäisch auch wirklich was kommt, weil sonst gibt es eine gewisse Pfadabhängigkeit, dass wir auf dem nationalen Pfad bleiben. Der wird uns auch kurzfristig dann vielleicht ein bisschen Wettbewerbsfähigkeit kaufen, vor allem in Deutschland, ein Stück weit vielleicht auch in anderen Ländern, aber langfristig schaden. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist eben, weil wir uns nicht genauso sicher sind, wohin gehen wir eigentlich, müssen wir Entscheidungskompetenzen aufbauen in diesen industriepolitischen Bereichen. Also wenn wir uns irgendwie eine strategische Antwort darauf überlegen wollen, was sind denn die Sektoren der Zukunft? Nach welchen Kriterien wollen wir Geld ausgeben? Wie stark soll Kohäsion und Agglomeration da reinspielen, dann brauchen wir erstmal eine Analysefähigkeit auf europäischer Ebene, die wir de facto im Moment nicht haben. Ich glaube, das hat die Diskussion um den Inflation Reduction Act wirklich gezeigt. Das war Blindflug auf europäischer Ebene. Wir haben Monate gebraucht, um zu verstehen, was macht das Ding eigentlich? Ist es ein Problem? Ist es kein Problem? Und wo ist es ein Problem? Und das Zweite ist dann eine strategische Zielsetzung. Was sind die Bereiche, in die es wirklich sich lohnt zu investieren? Auch da, ich glaube, der Net Zero Industry Act ist hilfreich, aber ist auch ein sehr, sehr breites Geschütz. Und irgendwie die Ansage, wir wollen irgendwie in allen Cleantech-Bereichen mal mindestens 40% in Europa produzieren. Ich bin nicht überzeugt, dass das in all diesen Bereichen wirklich Sinn macht. Also ob wir wirklich alles durch eine relevante heimische Produktion lösen müssen. Das heißt, wir brauchen auch dafür eine europäische Antwort, wie eine Governance für Industriepolitik auf EU-Ebene aussehen kann. So, und ich glaube, das steht im Stammbuch der nächsten Kommission. Aber solange man diese zweite Frage nicht löst, wird man auch niemanden davon überzeugen können, zu sagen, okay, ich vertraue jetzt der europäischen Ebene, da mitzureden und auch das mit Geld zu hinterlegen. Wichtiger Punkt.
Ich würde mal so ein bisschen auch die Frage, weil es auch jetzt so Richtung privatem und öffentlichem Kapital ging, nochmal aufwerfen. Stichwort Kapitalmarktunion. Es ist ein Begriff, so, der auch in der Meseberger Erklärung der deutsch-französischen Regierungskonsultation aufgegriffen wurde. Die Investitionsbedarfe sind relativ klar, da sind wir uns so ein bisschen, sind wir uns relativ einig. In Meseberg wurde gesagt, so, ja, das private Kapital muss gehebelt werden. Jetzt hören wir auch, was auch heute Botschafter de Lattre gesagt hat und auch Staatspräsident Macron auf seinem Staatsbesuch, es braucht einen Investitionsschock und es braucht auch eben eine Kreditaufnahme, über die man nachdenkt. Lieber Herr Reiter, würde die FDP, würde die jungen Liberalen das auf europäischer Ebene, würden die diesen Weg auch gehen wollen? Die Kreditaufnahme und den Investitionsschock durch die Kreditaufnahme. Ja, das ist ja, diese Frage ist ja der Grund, warum ich heute hier bin. deswegen, wir haben da eine klare Antwort, nein. Also Ausnahmefälle sind eben konkrete Krisen. Also wir haben bei der Corona-Pandemie gesehen, dass es eben dort Bedarf gibt. Ich würde auch eine andere Krise durchaus nennen, wo man, glaube ich, zumindest auf offene Ohren beim politisch organisierten Liberalismus in Deutschland stößt. Das ist eben das Thema Angriffskrieg Russlands, das ist etwas, was Europa als Ganzes betrifft und eben auch nur als Ganzes gelöst werden kann. Gleichzeitig gilt aber auch, wir wollen eben natürlich keine Fehlanreize setzen für einzelne Staaten, dass man sich eben schlechte Haushalte aufstellen kann, hohe Haushaltsdefizite und dann Investitionen über die europäische Ebene im Nachgang gelöst werden, sondern wir wollen da eben nachhaltige Finanzen auch in jedem einzelnen Mitgliedstaat. Hinzu kommt ja auch, dass einfach viele Kompetenzen, die am Ende eine Wirtschaftsstärke von einem Mitgliedstaat bestimmen, am Ende natürlich auch auf nationaler Ebene liegen. Ich habe jetzt eben zwei Beispiele genannt, die sozusagen auf europäischer Ebene liegen. Aber wenn wir das ganze Thema Bürokratieabbau angucken, also mir fallen aus dem Kopf irgendwie 20 Änderungen am Einkommenssteuergesetz ein, so nur aus dem FF, die man mal von heute auf morgen abbauen könnte. Und nochmal ungefähr 20 weitere Punkte nur im Baurecht. Also ich will sagen, da ist auch wahnsinnig viel legislativer Gestaltungsspielraum. Und da würde ich halt auch sagen, Rechte und Pflichten, Verantwortung und Kompetenz müssen halt miteinander einhergehen. Und das sehe ich an der Stelle einfach auf nationaler Ebene gewahrt. Wenn sich dann die Nationen gemeinsam entschließen, zum Beispiel mehr Eigenmittel bereitzustellen, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Auch das ist ein gangbarer Weg. Aber sozusagen einfach nur zu sagen, man wälzt das um, man macht gemeinsam eine Schuldenaufnahme, setzt auf jeden Fall langfristig die falschen Anreize. Das ist ein schlechter Präzedenzfall, glaube ich. Und deswegen können wir uns das nicht vorstellen. Frau Schwarzer, das gesteigerte Ambitionslevel auf der EU, ist es so erreichbar oder auf der Finanzierungsseite so erreichbar mit den institutionellen Veränderungen, den Reformen, dem Bürokratieabbau, den Herr Reiter gerade angesprochen hat? Ist das allein damit gemacht? Ich würde neben die Finanzierung von krisenbedingten Aufgaben durchaus auch die beiden langfristigen Transformationsagenden setzen. Und sehr interessant, dass aus der Covid-Krise ein Instrument geboren wurde, was man durch die Krise begründet hat, was aber gleichzeitig überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir in die grüne Transformation in dieser Art und Weise eingestiegen sind. Deshalb bin ich da, glaube ich, nicht ganz einverstanden, dass das so reicht, weil ich die Aufgaben, vor denen wir im Moment stehen, und wie gesagt, das ist nicht nur eine Frage der grünen Transformation und der Wettbewerbsfähigkeit im Digitalisierungs- und Tech-Bereich, sondern tatsächlich auch eine riesengroße gesellschaftliche Transformationsaufgabe, würde ich argumentieren, dass wir krisenbedingt europäisch finanzierte Instrumente brauchen, aber auch für die Transformationsagenden. Trotzdem will ich das Thema Anreiz nicht wegdefinieren. Also Fehlanreize zu setzen, dass Staaten nicht nur sich selber, sondern potenziell auch den Euro in Gefahr bringen, indem sie nicht solide wirtschaften, dem müssen wir beikommen, nach wie vor. Das ist eine Daueraufgabe in der Währungsunion und wir haben sicherlich aus der Staatsverschuldungskrise ab dem Jahr 2010 einige Lehren gezogen. Und das heißt nicht nur, dass die Verantwortung der Mitgliedstaaten stärker im Vordergrund stehen muss, die Selbstverantwortung, sondern auch, dass es Krisen geben kann, die marktgetrieben sind, die eben nicht mehr nur mit individuellem Überziehen von Limits im Bereich der Defizite und der Staatsverschuldung zu tun haben. Und deshalb ist es so gut, dass damals der ESM geschaffen wurde, weil, und das sagte ich ja vorhin auch, eine Währungsunion, die auf einem gemeinsamen Markt basiert, aber gleichzeitig keine
richtige Finanzverfassung hat, die auch im Krisenfall und im zyklischen Auseinanderdriften wirken kann, positiv wirken kann. Das war unser Risiko zu Beginn der Eurozone. Und wir haben jetzt an einigen Stellen nachgearbeitet. Ich sehe da aber Bedarf, diese Ordnung eben noch weiter zu ergänzen. Und die Frage, wie wir dann die Anreizmechanismen weiterhin so setzen, die ist sehr, sehr wichtig. Aber für mich ist das kein Nein zur gemeinsamen Schuldenaufnahme. Herr Redeker, immer wieder wurden auch jetzt die nationalen fiskalischen Spielräume angesprochen. Ist das auch etwas, also ist es ein Widerspruch? Also muss man, also geht es allein mit den nationalen Spielräumen, mit den fiskalischen Spielräumen, mit dem neuen europäischen Fiskalregelwerk? Ist es halt eher eine Frage von ja, auf der einen Seite die Reform, die Herr Reiter gerade angesprochen hat, auf der anderen Seite eben muss das auch einhergehen mit einer höheren Verantwortung auf europäischer Ebene? Also ich glaube, das Erste, was man sagen muss, wir haben jetzt gerade neue Fiskalregeln beschlossen und die legen die Latte für quasi nationale fiskalpolitische Verantwortung relativ hoch. Wenn wir die Regeln, die wir da festlegen, einhalten, dann bedeutet das für Frankreich, für Italien, ein Stück weit für Spanien, für alle, viele andere Mitgliedsländer, eine ganz schön starke Anpassung und eine schmerzhafte Anpassung. Ein Stück weit sehen wir auch schon jetzt, wie schmerzhaft das werden wird. So, ich würde trotzdem sagen, ich glaube, man hätte diese Fiskalregeldebatte auch anders stricken können und ich bin nicht 100% zufrieden mit den Regeln, die da rausgekommen sind, aber natürlich müssen die auch irgendwie von diesen Schuldenständen runter. Insofern wird da in der nächsten Zeit eine Menge kommen. Das Problem wird sein, dass in den nächsten Jahren eine ganze Menge auf der fiskalpolitischen Seite gleichzeitig passiert. Ab jetzt geht eine Konsolidierung los. Ab 27 beißen die europäischen Fiskalregeln wirklich. Im Moment sind noch so ein paar Übergangsfristen eingebaut. Das passiert dann gleichzeitig mit dem Auslaufen des Wiederaufbauinstruments auf europäischer Ebene, das gerade also in ganz vielen Ländern wirklich den Löwenanteil der Transformationsaufgaben leistet. Und dann kommen wir halt irgendwie in den nächsten Finanzarm rein. So, das heißt, wir stehen wirklich vor der Frage, wir haben diese Investitionsausgaben, aber national und europäisch dünnt es sich einfach de facto aus. So, und darum, glaube ich, dafür brauchen wir eine Frage, Antwort auf diese Frage. Ich würde auch sagen, dass es ein Stück weit das makroökonomische Risiko, selbst wenn wir über eine Verschuldung auf europäischer Ebene nachdenken, relativ gering ist, einfach weil wir jetzt auch nicht von Mondsummen sprechen. Ne? Also wenn Macron angekündigt hat, wir wollen eine Verdoppelung des europäischen Haushalts, wo ich immer sagen würde, das ist jetzt in der Verhandlungsstrategie schon mal sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, dann reden wir immer noch von 1-2 mehr Prozentpunkten auf europäischer Ebene. Bei einer Staatsquote in Deutschland, die glaube ich bei 50% liegt. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Fiskalunion durch die Hintertür einzuführen, sondern die Frage quasi, wofür brauchen wir auf europäischer Ebene Geld? So, und ich glaube, dann ist es am Ende ein Gesamtpaket. Dann müssen wir über neue Eigenmittel nachdenken und wir haben ja alle möglichen Vorschläge immer wieder auf dem Tisch gehabt, welche neuen EU-weiten Eigenmittel wir einführen können, neue nationale Beiträge in den Haushalt. Ich würde das sagen, das ist eine Diskussion, die wir hier in Deutschland sehr konzentriert führen werden müssen, auch die Bundesregierung davon zu überzeugen, es macht Sinn, in der Komposition Sachen nach Europa zu schieben. Und dann ist die Frage, gibt es dann, wenn wir irgendwie auch noch den MFR ein bisschen umstrukturieren, da gibt es auch Einsparmöglichkeiten, bleibt dann ein Delta, wo man dann vielleicht auch über Verschuldung nachdenken muss. So. Dann gibt es irgendwie Rahmen im Rahmen des europäischen Budgets, wo man das auch machen kann. Aber ich glaube, das ist die Sequenzierung und dann geht es dabei halt am Ende auch irgendwie um einen Mix, der alles zusammenbringt. So. Und ich glaube, deswegen auch nochmal dieses Appell, immer wieder zu sagen, lasst uns das nicht irgendwie alle auf uns einmauern, 3 Jahre, bevor wir die Entscheidung überhaupt treffen müssen, sondern gucken, wie wir es am Ende gewuppt bekommen. Gleichzeitig, ein Punkt muss ich jetzt doch ansprechen, auch wenn ich glaube, Sie wird es nerven, Sie haben es nämlich eben schon angesprochen, aber die Agrarpolitik ist natürlich ein Riesenbatzen im europäischen Haushalt. Ich glaube, es sind 30% in etwa vom Gesamthaushalt und das ist eben, glaube ich, auch ein Thema, wo mal ordentlich Reformdruck rein muss und wo man einfach anfangen muss, diese Subventionen abzubauen, um dann eben auch den Spielraum für Investitionen zu nutzen. Und das ist auch, was ich meine damit. Es ist immer sehr, sehr einfach, nur Sachen dazuzunehmen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich, und dafür sind ja auch diese Schuldenregeln am Ende da, wir müssen eben auch über Reformprojekte sprechen,
die angegangen werden müssen, damit wieder Spielräume frei werden. Und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall an der Stelle nicht ausklammern. Total, total. Und ich glaube, also die große Sorge, die ich habe bei der Agrarreform, ist, dass sich da einfach niemand dran traut in den nächsten Jahren, weil es so verbrannt ist, sowohl national als auch auf europäischer Ebene. Da zu sagen, da muss was passieren, ist total wichtig. Und diese Message muss man immer wieder bringen. Ich glaube, auch bei der Kohäsionspolitik ist also ein Stück weit Einsparpolitik. Ich bin nicht total davon überzeugt, dass wir Geld nach Europa schicken müssen, um es dann irgendwie in Regionalpolitik in Bayern auszugeben. Ich glaube, das hilft dann auch den Kohäsionsfragen nicht hundertprozentig. Das ist, glaube ich, eher einer historischen Pfadabhängigkeit in diesen Verhandlungen geschuldet. Also da gibt es Einsparpotenziale. Ich bin aber nicht überzeugt, dass man quasi am Ende nur durch Umstrukturierung das ändert, die Investitionsbedarfe decken wird können. Und dann müssen wir halt über Eigenmittel, Beiträge und andere Sachen schon reden. Ich mache mal noch einen konstruktiven Vorschlag. Wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass wir nicht nur sagen sollen, was wir nicht wollen, sondern auch, was wir wollen. Und ich glaube, ein Wort, das noch gar nicht viel und wo man, glaube ich, durchaus noch Spielraum hätte, ist die Europäische Investitionsbank, die, glaube ich, institutionell auch ein erschreckend selten erfolgreiches Projekt ist. Und ich glaube, über die meisten politischen Stakeholder hinweg große Anerkennung genießt. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Institution, die man mit mehr Eigenkapital gut ausstatten könnte, sicherlich auch über die Mitgliedstaaten im Zweifel, um eben viele wichtige Investitionen in Infrastruktur dann auch zu fördern, die auch gezeigt haben, dass sie das eben sehr gut können, um sicherzustellen, dass es am Ende auch nicht einfach abfließt. Denn natürlich für die Akzeptanz solcher Investitionen ist es am Ende auch immer wichtig, dass das funktioniert. Und da hat die EIB einfach bewiesen, das können sie besonders gut. Und ich glaube, das wäre durchaus ein Punkt, wo auch bei deutschen Liberalen sehr viel Bereitschaft ist, sich noch mehr einzusetzen. Also wir sehen den Geist von Meseberg, die Hebelung des privaten Kapitals wird ganz nach vorne gestellt. Frau Schwarzer, da vielleicht noch eine abschließende Frage zu diesem Themenkomplex. Sehen Sie die Kapitalmarktunion, die Hebelung des privaten Kapitals irgendwo als den Schlüssel für eben diese Felder, die Sie auch eben in Ihrem kurzen Puls benannt haben? Ist das etwas oder würden Sie sagen, das sind dann ja doch öffentliche Felder, öffentliche Güter? Also wir kriegen das nicht alles rein staatlich finanziert. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass wir in dem Bereich vorangehen müssen. Wenn Sie sich auch anschauen, wie sich bei uns in Europa die Start-up-Szene entwickelt, die ersten Finanzierungsrunden gehen noch meistens. Und wenn es dann größere Beträge in der zweiten, dritten Runde braucht, dann sind viele allein schon deswegen auf dem Weg ins Ausland, meistens an die Westküste der USA. Also insofern nehme ich das Thema extrem ernst und habe mich persönlich sehr gefreut, dass es da jetzt Fortschritte und Bewegung gibt. Es gibt auch einen sehr interessanten Bericht vom ehemaligen Präsidenten der Banque de France, Christian Noyer, den er im Auftrag der französischen Regierung geschrieben hat. Also da ist jetzt viel nochmal in Schwung gekommen und das halte ich für sehr wichtig. Auch im Bericht von Enrico Letta zur Zukunft des Binnenmarktes ist das Thema drin und ich hoffe wirklich, dass die politische Dynamik zunimmt. Ich möchte nur noch einen Punkt sagen, weil wir im Grunde um ein Thema so ein bisschen kreisen, ohne es explizit zu nennen. Wir müssen in den schwierigen Zeiten, in denen wir sind, wenn wir über europäische Ausgaben sprechen, immer im Blick haben, dass es auch für die Nettozahlerstaaten legitime Ausgaben sein müssen. Und da wir hier in Berlin sitzen, Deutschland ist der größte Nettozahler der EU. Das heißt, wir müssen auch uns darüber nachdenken, was sind die Bedingungen, unter denen wir beispielsweise ein größeres EU-Budget unterstützen wollen und andere Finanzierungsinstrumente. Und Sie haben ja gehört, dass ich sehr dafür bin. Und ich finde, da ist noch eine Lehre aus dem Next Gen EU Fund zu ziehen, nämlich die Konditionalität, die mit der Ausgabenpolitik in diesem Instrument verbunden wurde. Und ich glaube, das ist in den Zeiten, wo wir über die Frage von Stabilität unserer Demokratien innerhalb der EU uns Sorgen machen müssen, teilweise auch über Fragen der Rechtsstaatlichkeit diskutieren, unbedingt nötig, dass wir klar machen, dass insbesondere, wenn es um größere Ausgabenprogramme geht oder um ein größeres EU-Budget, dass wir von all denen, die das Geld kriegen wollen, unmittelbar einfordern, dass sie Rechtsstaatsprinzipien beibehalten oder wieder einführen müssen, weil das nicht nur für das Land selber notwendig ist, denn diese Prinzipien wurden mit dem EU-Vertrag mit unterschrieben, sondern es ist eben auch eine Grundbedingung für das Funktionieren des Binnenmarktes. Und unsere Diskussion hat ja im Grunde immer angenommen, dass wir eigentlich den Binnenmarkt als Asset, das die Europäische Union hat, unbedingt stärken wollen. Und da gehört dieses Instrument der Rechtsstaatlichkeit, der Anerkennung des EU-Rechts über Grenzen hinweg unmittelbar mit dazu. Danke.
vielleicht noch einen letzten Punkt. Nur kurz, aber um das vielleicht diese Kapitalmarktunion-Diskussion auch noch ein bisschen zusammenzubinden. Ich glaube, zum einen, das ist unheimlich wichtig. Wir müssen da voran. Das wird wahnsinnig schwer, weil das liegt auch nicht ohne Grund seit zehn Jahren auf dem Tisch, weil im Kern geht es dann wirklich um Integrationsschritte. Wenn wir einen gemeinsamen Kapitalmarkt wollen, dann brauchen wir ein gemeinsames Vertragsrecht, ein gemeinsames Steuerrecht, ein gemeinsames Insolvenzrecht, damit Investoren im gesamten Markt sich bewegen können. Insofern, das braucht eine Menge politischen Willen. Ich würde mir im Übrigen auch ein bisschen mehr Push aus dem deutschen Finanzministerium da manchmal wünschen. Aber es wird auch ein bisschen dauern. Das heißt, es ist jetzt kein Schalter, den wir umlegen und das in zwei Jahren fließt hier die große Kapitalmarktboost in Europa ein. Und da kommt, glaube ich, die EIB sehr stark ins Spiel. Ich glaube, gerade in der Übergangsphase kann die Europäische Investitionsbank viel, viel Risikokapital bereitstellen und da noch viel firmer machen. Das Zweite ist aber auch, diese Kapitalmarktunion ist für zwei Gruppen von Unternehmen interessant. Das ist Startup und Scale-Ups, die Risikokapital brauchen. Und es sind sehr große Unternehmen, die am Aktienmarkt sind und sich dadurch finanzieren können. Viele der Transformationsausgaben werden aber auch in der Mitte stattfinden müssen. Und darum sollten wir die Bankenunion dabei auch nicht vergessen. Also ich glaube, im nächsten, wenn wir irgendwie das Gesamtpaket schnüren im nächsten Kommissionszyklus, dann gehört auch die beiden Standbeine der Bankenunion, gemeinsame Einlagensicherung und das, was gerade quasi die gemeinsame Ausfallversicherung noch mit ins Paket. Auch da, glaube ich, müssen wir alle von ein paar roten Linien wieder runterkommen, die wir uns so zusammen gemalt haben in den letzten Jahren. Eine abschließende Frage, um auch auf die deutsch-französische, auf das deutsch-französische Tandem anzuspielen. Wir haben die innenpolitische Situation in Frankreich. Vielleicht da nochmal ein an Sie, Frau Schwarzer. Welche Rolle sollte die deutsche Seite innerhalb dieses deutschen Motors, dieses deutsch-französischen Motors einnehmen, um eben jetzt in nächster Zeit, in der neuen Legislaturperiode, Fortschritte bei der Fiskalpolitik, Sie haben es eben auch schon angesprochen, eben eine gemeinsame Verschuldung zu erreichen? Also erstmal haben wir eine gute Grundlage und eine bessere Grundlage im Deutsch-Französischen, als wir das noch vor ein paar Monaten hatten, weil es konkrete Fortschritte gab. Und also klar, wir müssen jetzt 3-4 Wochen abwarten, weil Frankreich innenpolitisch sehr stark beschäftigt ist. Aber Deutschland muss natürlich eine Motorenrolle mit übernehmen in all diesen Themen. Zusammen haben Deutschland und Frankreich fast 50% des BIPs der Eurozone. Das ist also schon eine sehr relevante Größe. Und es gibt ja immer wieder auch Überlegungen, wenn es insgesamt an manchen Stellen zu langsam geht, ob die beiden als Vorreiter Sachen umsetzen können. Ich würde erst mal sagen, sie sollten sich beide bemühen, und da kommt Deutschland auch eine große Rolle zu, mit den Regierungen, die vielleicht manchen Vorschlägen gegenüber sehr skeptisch sich positioniert haben, zu sprechen. Wir haben ja schon verschiedentlich auch gegen Next Gen EU, was auch im Herzen eine deutsch-französische Initiative war, Gruppen von Ländern, die sich gerne Hanseatische Union oder Hanseatische Gruppe nennen, immer wieder in der Opposition dazu gehabt. Und um zu verhindern, dass es jetzt, wo es wirklich so drauf ankommt, zu Gruppenbildung, die eigentlich Verhinderungskoalitionen sind, um dem entgegenzuwirken und von vornherein Möglichkeitsräume auszuloten, hat Deutschland eine große Aufgabe. Weil es sich in vielen Positionen, die Fiskalordnung, Wirtschaftsordnung, Wettbewerbsordnung betreffen, zwischen den Extremen, die wir im Binnenmarkt haben, finden. Und wenn wir deutsch-französische Kompromisse haben und Frankreich auf einige Staaten zugeht und Deutschland auf andere, dann kann das schon zu einer wirksamen Dynamik kommen. Das ist genau. Ich muss leider so ein bisschen abrupt abbinden, weil wir so ein bisschen im Verzug auch im Programm sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch allen für diese sehr, sehr spannende Einstiegsdiskussion für diesen Abend. Es zeigt so ein bisschen, wir haben ein sehr, sehr hohes Ambitionslevel für die EU. Gleichzeitig auf der finanzierungs- und wirtschaftspolitischen Seite muss ja sehr viel noch getan werden. Ich habe gehört, so die Präferenzen zwischen Kapitalmarktunion, gemeinsamer Verschuldung, das ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt auch eine gewisse Offenheit bei privatem Kapital und Einigkeit. Ich höre auch heraus, dass es aber noch ein ganzes Stück Arbeit ist, dass Deutschland eben auch, sage ich mal, eine Position annimmt innerhalb des deutsch-französischen Motors, wo halt in nächster Zeit eben halt ein Erfolg, was die gemeinsame Verschuldung angeht, erreicht werden kann. Das ist Teil der öffentlichen und politischen Debatte und wir möchten gerne ein Stimmungsbild auch innerhalb des Publikums direkt einholen und haben dafür eine Slido-Umfrage
vorbereitet, die ihr über diesen QR-Code einmal betreten könnt. Und das sind 1 bis 2 Fragen, die wir vorbereitet haben, die so ein bisschen auch so ein bisschen das Stimmungsbild aus dem, was ihr jetzt aus diesem Panel herausgenommen habt, mal einholen. Und zwar, was sollte die Priorität auf europäischer Ebene sein? Wir haben viel von politischen Prioritäten innerhalb der gesprochen, aber es geht auch vor allen Dingen auch darum, was eine Priorität auf der fiskalpolitischen Seite eingelegt wird. Was sollte da geschehen? Sollte die EU vor allen Dingen Investitionen in Angriff nehmen? Sollte sie Schuldenabbau forcieren? Wir hatten eben auch die Frage, die Diskussion der nationalen Spielräume und des neuen EU-Fiskalregelwerks. Oder sollte sie am besten beides machen? Und wir können das hier auf dem Podium live verfolgen. Max, wenn du dich umdrehst. Ich glaube, brauche ich gar nicht mehr. Nee. Frage ist ja, entspricht das eurer Erwartung? Also eine grundlegende Offenheit oder ein grundlegender, sagen wir mal, Stimmungsbild, was sich sehr stark für Investitionen ausspricht. Wir möchten das ein bisschen präzisieren. In der zweiten Frage, die ein bisschen auf die Frage eingeht, die verschiedenen wirtschafts- und finanzpolitischen Projekte. Und zwar, welches dieser wirtschafts- und finanzpolitischen Projekte sollte die EU direkt angehen? Und wir haben einige schon genannt, unter anderem die Nachfolge von NextGen EU, also eine gemeinsame Verschuldung, verstetigte Verschuldung auf europäischer Ebene. Wir hatten auch es von der Kapitalmarktunion. Und wenn ihr nichts dergleichen, wir haben auch die Debatte von mehr Eigenmitteln gehabt, und wenn nichts dergleichen für euch die Priorität innerhalb der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik sein sollte, dann haben wir auch noch das Feld Sonstiges. Und wenn man, genau, da muss man einmal, und da, auch da können wir die verschiedenen Präferenzen im Publikum einmal sehen, live mitverfolgen. Können wir auch ein bisschen mitverfolgen, wer am überzeugendsten tatsächlich auf dem Podium war. So einen gewissen Eurovisionscharakter. Ja, genau. Ich würde sagen, das ist eine relative Gleichverteilung, nicht wahr? Ich glaube, damit können wir auf dem Podium sehr gut leben. Ich glaube, so viel Bedeutung für Kapitalmarktunion, was ein großes Konsensprojekt, zumindest im Abstrakten zu sein, scheint, ist ja schön. Exakt, genau. Nee. Das nehmen wir auf jeden Fall als Impuls mit, und zwar einmal für das Panel als Feedback, aber auch gleichzeitig für das restliche Programm. Es geht später weiter, wo wir uns auch mit der Nachfolge von NextGen EU nochmal spezifisch beschäftigen werden, nämlich ob wir einen EU-Zukunftsfonds brauchen. Ich bedanke mich nochmal bei unseren Panelistinnen, Frau Professor Dr. Schwarzer, vielen Dank, Herr Reiter, Herr Dr. Redeker, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Applaus